Hallo und herzlich willkommen. Heute häkeln wir wieder und zwar dieses wunderschöne Muster, welches ganz einfach ist und aus einer Maschenzahl teilbar durch 8 plus 4 und 2 Musterreihen besteht. Wir häkeln eine Basisreihe, die wird als Grundlage dienen und ab dann haben wir 2 Reihen, die wir stets wiederholen. Ich habe 28 Luftmaschen gehäkelt. 28, weil wir gesagt haben, teilbar durch 8. Ich habe es mal 3 genommen, das sind 24. Plus 4, 28. Nun häkeln wir eine Basisreihe. Das wird die Grundlage für unser Muster sein. Und dann fangen wir mit den 2 Musterreihen an. Es kommen jetzt noch 3 Luftmaschen dazu. Und ich steche in die 4. Masche und häkel 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. Eins und das zweite. 2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins, zwei. 3 Maschen überspringen, in der 4. Masche 2 ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. 1, 2, 2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. 1 und 2 und wieder 3 Luftmaschen überspringen, in der 4. 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. Das erste. Und das zweite, 2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. 1, 2. 3 Luftmaschen überspringen, in der 4. 2 ganze Stäbchen. Das erste und das zweite, 2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. 1, 2 und wieder 3 Luftmaschen überspringen, in der 4. 2 ganze Stäbchen, 1, 2, 2 Luftmaschen, nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Masche, das erste und das zweite und nochmal 3 Luftmaschen überspringen, in der 4. 2 ganze Stäbchen. 2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. 3 Luftmaschen überspringen, in der 4. 2 ganze Stäbchen. Das erste und das zweite, 2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Masche. 1 und das zweite. Und in der letzten Masche ein ganzes Stäbchen häkeln. So, das ist jetzt die Grundlage für unser Muster. Ich wende meine Arbeit. 3 Luftmaschen. Hier haben wir die Stäbchen und in der Mitte eine Lücke. In dieser Lücke 2 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2. 2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2. 3 Luftmaschen. Hier sind die nächsten Stäbchen mit der Lücke in der Mitte. In der Lücke eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen. Hier sind die nächsten Stäbchen mit der Lücke in der Mitte. Hier häkeln wir jetzt 3 Knospen.
ein Umschlag in die Lücke einstechen, den Faden nach vorne holen und lang ziehen. Ein zweiter Umschlag in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Dritter Umschlag in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Vierter Umschlag in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Fünfter Umschlag in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen und lang ziehen. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. Jetzt haben wir zwei Schlingen auf der Nadel, den Faden durch diese zwei Schlingen ziehen. Die erste Knospe ist fertig. Drei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke häkeln. Erster Umschlag in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Zweiter Umschlag in die Lücke einstechen, den Faden nach vorne holen, lang ziehen. Dritter Umschlag in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Vierter Umschlag in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Fünfter Umschlag in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen und lang ziehen. Den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste ziehen. Wir haben wieder zwei Schlingen auf der Nadel, den Faden durch diese zwei Schlingen ziehen. Die zweite Knospe ist fertig. Drei Luftmaschen und eine dritte Knospe in derselben Lücke. Erster Umschlag, wir holen uns den Faden nach vorne. Zweiter Umschlag, wir holen uns den Faden nach vorne. Dritter Umschlag, den Faden nach vorne holen. Vierter Umschlag, den Faden nach vorne holen. Fünfter Umschlag und den Faden nach vorne holen. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. Den Faden durch die zwei Schlingen ziehen, die wir auf der Nadel haben. Die drei Knospen sind fertig. Drei Luftmaschen. Hier sind die nächsten Stäbchen mit der Lücke in der Mitte. Eine feste Masche häkeln. Drei Luftmaschen. Hier sind die nächsten Stäbchen mit der Lücke in der Mitte. Hier kommen wieder drei Knospen rein. Erster Umschlag. Zweiter Umschlag. Dritter Umschlag. Der vierte Umschlag und der fünfte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste ziehen. Wir haben zwei Schlingen auf der Nadel. Den Faden durch diese zwei Schlingen ziehen. Erste Knospe ist fertig. Drei Luftmaschen. Und jetzt eine zweite Knospe in derselben Lücke. Erster Umschlag, den Faden holen. Zweiter Umschlag, den Faden holen. Dritter Umschlag, den Faden holen. Vierter Umschlag, den Faden holen. Fünfter Umschlag, den Faden nach vorne holen. Den langen Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. Den langen Faden durch die zwei Schlingen ziehen, die wir auf der Nadel haben. Das ist die zweite Knospe. Drei Luftmaschen und jetzt eine dritte Knospe in derselben Lücke. Und wieder ein Umschlag, den Faden holen. Der zweite Umschlag, den Faden nach vorne holen. Dritter Umschlag, den Faden nach vorne holen. Vierter Umschlag, den Faden nach vorne holen. Fünfter Umschlag, den Faden nach vorne holen. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. Und jetzt den Faden durch die zwei Schlingen ziehen, die wir auf der Nadel haben. Die drei Knospen sind fertig. Drei Luftmaschen. Hier sind die nächsten Stäbchen mit der Lücke in der Mitte. Eine feste Masche in der Lücke häkeln. Drei Luftmaschen. Und ich beende die Reihe, so wie ich sie gestartet habe. Hier sind die nächsten Stäbchen. In der Mitte in der Lücke zwei ganze Stäbchen häkeln. Eins. Zwei. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Das erste und das zweite. So, und hier haben wir unsere Luftmaschenkette. In der dritten Luftmasche ein ganzes Stäbchen häkeln. Die erste Reihe ist fertig. Arbeit wenden. Drei Luftmaschen. Und hier sind
die ganzen Stäbchen mit der Lücke in der Mitte. Ich starte wieder mit zwei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Eins, zwei. Drei Luftmaschen. So, und jetzt gehe ich zu den Knospen. Ich steche zwischen der ersten und der zweiten Knospe in der Lücke und häkel sechs ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei Luftmaschen und jetzt gehe ich zwischen der zweiten und dritten Knospe in der Lücke sechs ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf und das sechste. Drei Luftmaschen und nun gehe ich zur nächsten Knospe. Und wieder zwischen der ersten und der zweiten Knospe in der Lücke sechs ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf und das sechste. Zwei Luftmaschen. Zwischen der zweiten und der dritten Knospe in der Lücke sechs ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf und das sechste. Drei Luftmaschen. Und jetzt gehe ich zu den ganzen Stäbchen mit der Lücke in der Mitte und beende die Reihe genauso, wie ich sie begonnen habe. Und zwar mit zwei ganzen Stäbchen in der Lücke. Das erste und das zweite. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei und ein ganzes Stäbchen. Hier ist die Luftmaschenkette in der dritten Luftmasche häkeln. Unsere zwei Reihen sind gehäkelt. Machen wir diese zwei Reihen noch einmal zusammen. Ich drei Luftmaschen. Hier sind die Stäbchen mit der Lücke in der Mitte. Ich starte wieder mit zwei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Das erste und das zweite. Drei Luftmaschen. So, und ab jetzt machen wir die festen Maschen in der großen Lücke. Eine feste Masche häkeln. Drei Luftmaschen. Und nun gehe ich zwischen den ganzen Stäbchen in der Lücke und häkel drei Knospen. Erster Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag, vierter Umschlag und der fünfte Umschlag. Ich hole meinen Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Zwei Schlingen sind auf der Nadel. Ich hole meinen Faden durch diese zwei Schlingen. Die erste Knospe ist fertig. Drei Luftmaschen, eine zweite Knospe in derselben Lücke, erster Umschlag und ich hole mir den Faden nach vorne. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag, vierter Umschlag und der fünfte Umschlag. Und wieder den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste ziehen.
den Faden durch die zwei Schlingen ziehen, die wir auf der Nadel haben. Drei Luftmaschen und eine dritte Knospe in derselben Lücke. Erster Umschlag, Faden nach vorne holen. Der zweite Umschlag, der dritte Umschlag, der vierte Umschlag und der fünfte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste ziehen und nun den Faden durch beide Schlingen, die wir auf der Nadel haben, ziehen. Die drei Knospen sind fertig. Drei Luftmaschen. Hier haben wir die große Lücke, eine feste Masche in diese Lücke häkeln. Drei Luftmaschen. Hier haben wir die ganzen Stäbchen und wieder in der Mitte, in der Lücke, drei Knospen häkeln. Erster Umschlag, ich steche in die Lücke, hole den Faden nach vorne. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag, vierter Umschlag und der fünfte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen holen bis auf die erste. Zwei Schlingen sind auf der Nadel und den Faden durch diese zwei Schlingen ziehen. Drei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke häkeln. Erster Umschlag, den Faden nach vorne holen. Der zweite Umschlag, der dritte Umschlag, der vierte Umschlag und der fünfte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste ziehen, den Faden durch die zwei Schlingen ziehen, die wir auf der Nadel haben. Drei Luftmaschen und eine dritte Knospe in derselben Lücke. Erster Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne ziehen. Zweiter Umschlag, der dritte Umschlag, der vierte Umschlag und der fünfte Umschlag. Und wieder den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste, den Faden durch beide Schlingen ziehen, die wir auf der Nadel haben. Die drei Knospen sind fertig. Drei Luftmaschen und hier ist die große Lücke, eine feste Masche in diese Lücke häkeln. Drei Luftmaschen und ich beende die Reihe genauso, wie ich sie begonnen habe. Hier haben wir die ganzen Stäbchen mit der Lücke, zwei ganze Stäbchen in der Lücke häkeln. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen derselben Lücke. Hier ist die Luftmaschenkette. In der dritten Luftmasche ein ganzes Stäbchen häkeln. Die erste Reihe ist fertig. Arbeit wenden. Drei Luftmaschen. Und ich starte wieder mit zwei ganzen Stäbchen in der Lücke zwischen den Stäbchen. Eins. Zwei. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins. Und das zweite. Drei Luftmaschen. So, und jetzt gehe ich wieder zu den Knospen. Ich steche zwischen der ersten und der zweiten und in der Lücke häkel ich sechs ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und das sechste. Zwei Luftmaschen. Nun gehe ich in die Lücke zwischen der zweiten und der dritten Knospe und auch hier sechs ganze Stäbchen häkeln. Das erste. Das zweite. Das dritte. Das vierte. Das fünfte und das sechste. Drei Luftmaschen und nun gehe ich zu den nächsten Knospen und wieder zwischen der ersten und zweiten Knospe in der Lücke sechs ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei,
2, 3, 4, 5 und das sechste. 3 Luftmaschen und nun zwischen der zweiten und dritten Knospe in der Lücke 6 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5 und das sechste. 3 Luftmaschen und ich beende die Reihe, so wie ich sie begonnen habe. Hier sind die Stäbchen in der Lücke. 2 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2. 2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. 1 und das zweite. Und hier haben wir die Luftmaschenkette. In der dritten Luftmasche 1 ganzes Stäbchen häkeln. Und das sind die 2 Reihen, die wir stets wiederholen. Man kann das Muster jetzt schon sehen, egal ob mit dickerem Garn oder dünnerem, es sieht einfach nur schön aus. Und wenn es größer wird, haben wir dann dieses wunderschöne Ergebnis. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, Kanal unterstützen mit einem kostenlosen Abo und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.